Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist wieder mal Sonntagabend, 21 Uhr. Und ich begrüße Sie, wie immer, um diese Zeit zu Buchenhaus Autorentalk. Heute mit einem ganz besonderen Gast aus Veitshöchheim in der Bibliothek im Bahnhof in Veitshöchheim, nämlich Christine Hiedringer. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Sie haben ein wunderbares Buch mitgebracht. Aller Abstand ist schwer. Wie kamen Sie zu diesem Titel? Der Titel selbst ist Ergebnis einer Abstimmung der vier Autoren untereinander, welchen Namen wir unserem Kind denn geben wollen. Mhm. Hat natürlich in erster Linie damit zu tun, dass dieses Buch neben vielem anderen, was es wert ist, ein Zeitzeugnis ist über die Zeit so seit dem ersten Lockdown im März bis hin Anfang Dezember 2020 und Abstand, Kontaktverbote, Ähnliches haben ja unser aller Alltag bestimmt und wir vier, also das bin ich, das ist Sabine Herr, Petra Fröhlen und Andrea Salmen. Wir haben schon früher zusammengeschrieben und wir sind halt über E-Mails in Kontakt geblieben und fanden es irgendwann nicht mehr schön, dass man dauernd nur noch die üble Lage bejammert. Mhm. Und so kamen wir auf die Idee, verschiedene Formate für unsere Mitteilungen zu finden. Das waren einmal Haiku, in dem man viel packen kann, natürlich nicht den klassischen Haiku, in dem eigentlich ausschließlich Jahreszeiten besungen werden, sondern im Prinzip alles bis in den schnödesten Alltag hinein. Und das andere sind die Distanzsprengsätze. Das ist ein Kunstwort, das wir geschaffen haben, auch eben weil es die Distanz sprengt, aber zum anderen sind sie herausgesprengt aus ihrem eigentlichen Zusammenhang. Find ich sehr schön, gerade diese Wortspiele auch mit diesem Distanzsprengsätze. Das auf der einen Seite ist ja genau so ein Sprengsatz auch da, um wieder was zusammenzuführen. Genau. Ja? Und wie haben Sie kommuniziert? Ich meine, wir hatten Lockdown, wir haben immer noch Lockdown. Ja, wird zwar jetzt ein bisschen geöffnet in der nächsten Zeit. Wie haben Sie geschrieben, über E-Mail oder haben Sie sich über große Tische getroffen? Wie sind Sie zu dieser Idee gekommen? Nein, das sind eigentlich ausschließlich E-Mail-Ergebnisse, weil ja alle auch im Beruf sind und tagsüber gar nicht verfügbar. Dann natürlich auch ein bisschen Distanzen zu überwinden gewesen wären. Also wir haben uns leider nicht sehen können. Mhm. Wir haben das ausschließlich über E-Mails gemacht. Ich habe vernommen, dass, glaube ich, eine der Autoren ist auch verstorben, leider. Ja. Sabine Herr, eine unserer Mitautoren. Also und nicht nur Autorin, sondern Freundin, enge, gute, warmherzige Freundin. Über viele Jahre ist ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, vor 3 Wochen gestorben, was uns hart trifft. Sie hat auch das ganze Layout gemacht. Mhm. Im Buch Außen, das Buch Außen hat eine andere, Andrea Salmen, gestaltet. Ja, also trifft uns heftig, dadurch gewinnt das Buch natürlich nochmal an Emotionen, an Gefühl, also an alles, was es lebt. Genau. Es lebt. Ja. Ja. Genau. Aber es ist auch, wenn es jetzt wirklich hart klingt, es ist auch ein Zeitzeuge natürlich dann. Ja, genau. Und es lebt auch hinterher weiter. Wenn wir jetzt weiter schon zu viert haben es geschrieben, jetzt seid leider nur noch zu dritt. War das eigentlich schwer, sich da gegenseitig immer so abzustimmen mit den anderen Autorinnen? Gar nicht. Also es war das genaue Gegenteil. Durch diese Kontaktarmut haben wir alle mit größter Freude geschrieben und darauf gewartet, was die anderen dazu sagen und umgekehrt hat man täglich darauf gewartet, ob wieder was im Postfach ist von den anderen, was die denn schreiben, was die wahrgenommen haben inzwischen. Es war etwas, was uns richtig belebt hat und im Gegenteil, also richtige Leichtigkeit. Mhm, und das war für uns das ganz Besondere. Also wir sind da so
mit diesen Sachen, die haben uns unglaublich Freude gemacht und genauso freudvoll haben wir dann irgendwann erst im Oktober beschlossen, Mensch, das könnten wir doch in einem Buch zusammenfassen. Aber dann ist es natürlich ruckzuck gegangen. Also wenn ich es höre, Oktober, ich sage mal, den Entschluss gefasst und es ist, glaube ich, im Dezember rausgekommen. Ja. Da muss ja noch, es muss geschrieben werden, lektoriert werden, Korrektorat, dann muss auch gesetzt werden. Das ging doch dann recht schnell, oder? Das waren plötzlich alle vier auf einmal wie in einem Ameisenhaufen. Das ging wirklich unglaublich gut. Es ist ganz viel gleichzeitig geschehen. Und also wir waren selber ganz schwindelig vor lauter was jetzt alles passiert und die Druckerei, über die wir das haben drucken lassen, hat eben auch gut mitgespielt, dass das nicht lange gedauert hat, sodass wir denen, den Menschen, die wir damit beglücken wollten, das schon zu Weihnachten schenken konnten. Das ist doch schön. Ich meine, ich finde immer, so ein Buch ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja. Viele verschenken, ich sag mal, Schlemmereien, Schokolade oder Wein und so weiter. Und nach Weihnachten trinkt man das und dann ist es weg. Mhm. Ja. Aber so ein Buch, das steht doch zum Teil jahrelang irgendwo in einem Schrank drin. Man kann es wieder rausholen, man kann drin blättern. Ist doch ein wunderbares, schönes Geschenk immer. Ja? Das stimmt, ja. Also sofern derjenige auch gern liest. Sonst kann man andere Leute doch auch sehr in Bedrängnis bringen. Ja, klar. Ich meine, es gibt ja, ich meine, nicht umsonst hat ja das Hörbuch momentan ja auch eine richtige Aufschwung, ja. Aber ich bin auch noch ein Freund von wirklich vom Buch und mir gefällt auch das Cover sehr gut, vor allen Dingen, weil es ja sehr viele, wo man ja, sagen wir, wenn sie selbst gemacht haben, die Taschenbuchvariante nehmen, aber sie haben hier ein schönes Hardcover. Also ich habe das noch gern in der Hand. Ja. Ja, es ist ein haptisch, ein Buch riecht, ja, auch das kommt noch dazu. Ja. Also von dieser Seite finde ich es ganz, ganz toll. Ich finde auch die Farbgestaltung, wie es wirklich aufgebaut ist, sehr schön. Sind ja Zeitzeugen, wie Sie gesagt haben. Was wollen Sie den Leuten eigentlich oder den Lesern an die Hand geben mit diesem Buch? Einmal diesen Gang durch dieses, diese vielen Monate 2020, die uns ja alle eiskalt erwischt haben. Also es ist ja der Anfang der Pandemie, also bis zum zweiten Lockdown. Das mitzuerleben, wie wir es empfunden haben, weil es durch viele Haiku zum Beispiel hindurch scheint oder auch in den Distanzsprengsätzen hindurch kommt, nicht immer, aber oft. Also das ist das eine, dass sie mitgehen können und dass sie sehen können, wie ist es mir gegangen, was hätte ich da jetzt vielleicht zu Papier gebracht. Und das Zweite ist natürlich auch, ich finde, es ist auch ein Ansporn, selber so etwas zu tun. Das sind ja Miniaturen, das sind ja ganz kleine Texte. Es ist also eine Handreichung, so, das kann man eventuell tun. Mhm. Und das Dritte ist, also ich werde es ganz sicher auch in Seminaren zum kreativen Schreiben verwenden, weil jeder einzelne Haiku und jeder einzelne Sprengsatz wiederum also den Kern für eine größere Geschichte enthält. Mhm. Also und kann dadurch gute Impulse setzen. Ja, man kann mal schnell hier reinschauen, ist das wirklich sehr, sehr gut aufgemacht mit diesen kurzen, kleinen Statements und Geschichten und Haikus. Also von der Seite macht es wirklich Spaß und ist auch ein schöner Vorteil. Man muss es nicht durchlesen, sondern man kann wirklich strukturiert sagen, okay, heute nehme ich mir mal die eine Geschichte vor, morgen nehme ich mir mal die andere Geschichte vor oder ich lese ja auch jetzt mal ganz bewusst von der einen Autorin oder von der anderen Autorin. Mhm. Also wie einem eigentlich, sage ich mal, der Geist gewachsen ist, in dem Moment kann man dieses Buch verarbeiten. Ja? Genau, wie ein Lesebuch zu verwenden. Ja. Nein, sehr schön, sehr schön. Würden Sie mal schnell was vorlesen da draus? Ich glaube, das wäre ganz interessant für unsere Zuhörer. Mhm. Ja. Ja. Also ich würde gerne einen Distanzsprengsatz nehmen. Gerne. Das ist der Satz ist entnommen einem Krimi von Regina Nössler. Moment, ich kann den Titel auch nennen. Die Putzhilfe. Der Satz, den ich da herausgenommen habe, heißt Kartoffelsalat in Riesenplastiktöpfen aus dem Discounter war das allerletzte.
Nicht, dass sie Kartoffelsalat überhaupt mochte. Diese eklige Matsche aus Mayonnaise und halbgarem Sauergemüse, womöglich noch mit klebrigem Speck. Ja, pfui Teufel. Dass Günther ihren Geschmack nach über 10 Jahren noch immer nicht kannte, okay, das wusste sie inzwischen. Der Schmerz darüber fühlte sich nicht mehr so schrecklich an, war jetzt eher sowas wie ein Hallux, den man mit sich rumschleppte. Aber dass er tatsächlich glaubte, für die geplante Gartenparty ihre Arbeit erleichtern zu können, indem er einen Supermarktsalat aus Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärkern, Geliermitteln und möglicherweise enthaltenen Nüssen in Kartoffelaroma anschleppte, das schlug dem fast den Boden aus. Glaubte er wirklich, sie würde so etwas zu ihrem sorgfältig mit ausgewählten Zutaten eingelegten Spießbraten täglich gewendet und heute langsam am Spieß über der Feuerstelle gegart anbieten? Womöglich auch noch genau aus dem quietschgelben Eimer? Nur den Deckel runter und Schöpfkelle rein? Sonja ekelte sich dermaßen, dass sie das Plastikteil nicht einmal anfassen mochte. Aber es musste sein. Sein neuer BMW stand vor der Garage, die Seitenfenster offen. Sie öffnete den Eimer und nahm eine Handvoll von dem Glibber, beugte sich in den Wagen und formte auf dem Fahrersitz daraus ein Herz und aus dem gleichen glitschigen Material das Wort Danke. Mit Ausrufungszeichen. Sehr schön, sehr schön. Also man merkt, es ist aus dem praktischen Leben gezogen. He? Ja. Das ist eine schöne Lebensgeschichte heraus. Nein, finde ich schön, also verehrtes Publikum, wenn Sie wirklich Kurzgeschichten während der Corona, des ersten Lockdowns haben wollen, bitte schauen Sie hier rein. Aller Abstand ist schwer. Jetzt sind wir aber noch nicht ganz aus dem Lockdown draußen. Gibt es vielleicht eine Fortsetzung? Ist da irgendwas jetzt schon geplant in der Richtung? Also wir haben weiter geschrieben, ohne zunächst zu wissen, ob wir etwas Ähnliches damit machen möchten. Natürlich hat der Tod unserer Freundin uns jetzt sehr ausgebremst. Ja. Natürlich entstehen im Moment eher Texte um sie, um ihre Person. Es wird weitergehen mit Sicherheit. Ob es wieder ein Buch wird. Das können wir noch nicht sagen. Wir wissen nur, dass es uns nach wie vor wichtig ist, so miteinander in Kontakt zu bleiben, immer wieder solche kleinen Texte voneinander zu lesen und so auch uns Botschaften gegenseitig zu schicken. Ja, das macht uns am meisten Freude und natürlich wäre es sehr schön, wenn wir daraus wieder was Neues machen können. Genau. Ja, ich meine, ich kenne das aus eigener Erfahrung und ich sage natürlich es auch, Schreiben befreit die Seele. Ja. Ja? Und ich glaube, gerade mit diesem tragischen Todesfall jetzt, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, diese sehr gut zu verarbeiten. Ja? Ganz sicher, ganz bestimmt. Ja. Ja. Wo können Interessierte dieses Buch beziehen? Es ist ja noch nicht im Handel oder dementsprechend? Also das ist, wäre einmal also über jede von uns, die, aber die wichtigste Adresse wäre wohl über meine Homepage, die heißt textweberei-winterhausen.de. Da wird das Buch auch vorgestellt und da kann man das auch bestellen. Sehr schön, besten Dank. Gerne. Meine Damen und Herren, das war Christine Hiedringer. Ja, ich habe es richtig gesagt. Ja. Ganz genau. Danke. Bei Buchenhaus Autorentalk und ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren mit dieser doch Zeitgeschichte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir zuzuhören. Auch. Und ich werde sicherlich noch das ein oder andere hier erfinden, was ich mir anlesen werde und vielleicht auch die ein oder andere Situation erkennen werde. Nochmals herzlichen Dank fürs Zuschauen bei Buchenhaus Autorentalk und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Machen Sie es gut. We'll be right back.